an dem Werkeltisch, sondern da muss man ja hier im Inventar sich raussuchen, ne? Sowas zu bauen. Genau, ja. Da wird ja eine Blaupause gemacht, das wird ja nicht auf klassischem Wege hergestellt. Da, Tausammler. Grobes Seil, Unkrautstängel, Quarzitstück und Seidenseil. Konstruieren. Haben wir sowas nicht alles? Ja, doch. Ich habe nur gelesen, was. Weil ich glaube, ich habe vorhin mal meine Axt repariert. Ich glaube, wir müssen bald mal wieder Bombardierkäfer klatschen. Ist es soweit? Denk nur dran, das schön gerade zu bauen. Das ist schief, mein Freund. Ist aber auch. Nee, komm, mach ordentlich, sonst bleiben wir hier immer hängen. Mach mal schön erstmal abreißen, oder? Mach ich gerade. So. Ja, aber schön nah dran, ne? Du gehst mir auf die Nerven, ne? Nee, ich bin nur ordentlich. Nee, du gehst mir auf die Nerven. Ja, dann ist das eben so. Aber ich will nicht mit Schlampen arbeiten. So, näher dran geht nicht. Jetzt nee, reicht ja auch. Lass mich in Ruhe. Sieht doch scheiße aus. Ich brauche grobes Seil und Seidenseil. Seidenseil kümmere ich mich drum. Grobes Seil kümmere ich mich auch drum. Mach das. Meine Blaupause ist weg. Legst du die gerade wieder anders hin? Nein. Ach, Fussel. Stell hin. So. Dann noch grobes Seil. 5 Stück. Kriege ich hin. Oh, das mit dem Quarzit wird aber eng, wa? Quarzit? Ja, das könnte sein. Nee, wohl. Nee, wir haben noch genug. 8 Stück brauchen wir davon, ne? Hör mal, warum habe ich denn plötzlich 30 Ton in meinem Rucksack? Ich glaub es mir, ich hatte die ganze Zeit keinen Ton im Rucksack. Auf einmal habe ich 30 Ton im Rucksack. Ein kleiner Urlaub? Weiß ich doch nicht. Ja. Hast du die irgendwo rausgenommen vielleicht? Wahrscheinlich haben wir den falschen Knopf gedrückt. Das kann ich mir wieder vorstellen. Weil, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Spiel so fehleranfällig ist, dass du plötzlich 30 Ton aus dem Nichts hast. Das ist gut. Das ist gut möglich. Ich meine, wenn du natürlich darauf bestehst, dann ist das so, weißt du? So, fertig gebaut. Das macht mich jetzt glücklich. Haben wir wieder was geschafft? Super. Ja, hab ich genau gehört. Ja, sagen wir mal, vielleicht hat jemand seine teure Armbrust weggeschmissen. Wenn du das möchtest, dann mach das, ne? Ja, man gibt sich Mühe. Okay, also was brauche ich jetzt noch Spezielles zum Tauchen gehen? Ja, wir haben nichts, deswegen am besten wäre so eine Art Kieseldolch, dass du unter Wasser arbeiten kannst. Den müsste ich auch noch mal reparieren. Meiner sieht nämlich schon wieder ganz schlecht aus. Kieseldolch habe ich. Kieseldolch repariere ich. Ein Quarzit kann ich machen. Das ist okay. Ja, wir haben aber nur noch 12, ne? Quarzit? Nur noch 12 Quarzit? Ja. So, wollen wir? Können wir? Ja. Nur ein bisschen tauchen. Also wir brauchen nur Seegras. Bin unterwegs. Und das Schöne ist ja, dass der Teich nicht so weit weg ist. Das ist echt gut. Generell finde ich unseren Spot, so wie du ihn damals auserwählt hast, sehr gut. Ist nicht der schlechteste, ne? Den mag ich. Warum? Hör mal, wir waren 18 Tage nicht an diesem Saftpaket und da sind 2 Tropfen drin. 2 Tropfen. Ja, du, ich kann es dir nicht sagen. Irgendwas scheint hier nicht so richtig zu funktionieren. Also hier liegt aber auch keiner. Überlaufen. Ja, normalerweise das längst. Überlaufen. Ich weiß es nicht. Also, diese Seegrasdinger machst du mit dem Kieseldolch weg, ne? Okay. So. Du kannst, wenn du möchtest, aber auch noch Flipflossen, ne, wie heißt sie hier, diese Ruderwanzen töten. Du kannst unter den Blättern dieses Wachs wegmachen, ne? Ja, davon haben wir ja 18 Stellplätze. Ich sag ja nur, was du kannst. Ja. Okay. Und denk wie immer an deine Luft. Ja, du lockst mir aber immer so Ungeziefer an, weißt du? Die Kaulquappe soll ich töten? Von der Kaulquappe habe ich nicht gesprochen, aber du kannst du natürlich machen, wenn du möchtest. Da unten ist schon wieder eine Spinne. Bringt uns eine Kaulquappe töten was? Ja, es gibt Essen, ne?
Ach so, ja, dann mach ich das nochmal. Und dann kannst du mal gucken, wie gut das Essen ist. Meinst du nicht so gut, oder wie? Ich hatte das Gefühl, dass das Essen dich dehydriert. Aber das ist nur ein Gefühl. Das kann man ja mal nochmal gucken in Ruhe. Weißt du? Und gib alles. No. Hab ein bisschen den Karpfen im Auge, wenn du ihn siehst. Ja. Neu entdeckt. Rohes Kaulquappenfleisch. Ich mal wieder was gejagt. Genau. Ich mein, im echten Leben laufe ich jetzt nirgendwo rum und töte alles, was ich sehe. Aber nicht. Im Spiel kann man das machen. Ich dachte, du wärst das. Nein. Das Blöde ist, ich weiß gar nicht, was ist denn dieses Seegras jetzt eigentlich? Ich finde hier nichts. Bin ich wieder an der falschen Stelle? Das ist Rohrkolben hier. Gegengekloppt? Ja, aber es kommt nichts bei raus, weißt du? Was ist denn für ein Geräusch? Das könnte der Rabe gewesen sein. Ja, der ist gelandet. Du hast recht. Da ist er. Ne? Aber vor dem muss ich ja nie Angst haben, ne? Nee, der Rabe nicht. Der tut dir nichts. Oh, das ist eine Spinne. Oder vielleicht ich Angst? Kackt er mal auf dich. Das könnte natürlich sein. Das will ich nicht ausschließen. Du weißt, das wie er ist. Ekelig. Das ja, ist aber ekelig. So sind halt Raben, weißt du? Ah, weiß ich ja nicht. Oh, ich kann ja Saft ernten. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Kann ich noch was ernten? Ich habe nur noch 12 Sekunden unter Wasser. Gut geht. Das wollen wir ja mal nicht. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber wie komme ich denn jetzt an Seegras? Wo war denn dieses blöde Seegras nochmal? Warum treffe ich das denn heute nicht? Wofür brauchen wir das denn? Das brauchen wir, um uns Flossen herzustellen, um ein Kiemenrohr herzustellen, um einen Taucherhelm herzustellen. Das brauchen wir ganz oft. Okay. Deswegen brauchen wir da auch ein paar Meter von. Ja, verstehe ich. Scheinbar. Oh, und? Was war's? Hm? Doch was Unscheinbares oder was, ich habe ein Milchmüller gefunden. Sehr gut. Komm, tauch doch mal auf, du fettes Kind. Los! Oh, das sind zwei Spinnen. Oh, 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 oh. Okay. Also ich war jetzt hier nicht weit weg von dir. Okay, 200 Meter, Zentimeter weit weg bin ich schon. Aber am Rande des Sees habe ich ein Milchmüller gefunden. Als die Spinnen dann sauer wurden, weil sie mich gesehen haben, also der Milchmüller war direkt daneben, ich ganz schnell wieder weg. Ist richtig so. Ganz schön feige immer weg. Ja, das waren zwei so Espenspinnen. Da muss ich jetzt nicht riskieren, weißt du? Ja, ja, bis am Land? Nein, nicht mehr. Ich bin ja direkt wieder ins Wasser gesprungen, ne? Ach so. Wäre nicht wahnsinnig. Kämpf gegen die oder lauf. Nein, bloß. Land vor denen weg, obwohl ich ins Wasser kann. Ja, nee. Immer, müssten wir nicht langsam auch wieder genug Milchmolare haben, damit wir die nächste Mutation gleichzeitig freischalten können? Ich hätte schon gerne diese Wasser-Feuer-Resistenz. Wasser vor allem. Ja. Das würde ich gerne mit reinpacken. Aber dafür habe ich aktuell noch nicht den Platz. Ich weiß jetzt nicht, was ich bei Burgle noch, oder wie viele Milchmolare ich noch brauche. Weißt du, wie man sehen kann, wie viele man aktuell hat? Bei Burgle auf jeden Fall. Da wird das immer alles angezeigt. Mein Burgle ist ja ah, in der mal, Nähe. Da oben. Inventar, wir haben drei Stück. Wenn du ganz normal im Inventar bis oben rechts stehen deine Powerpoints oder deine Wissenschaftspunkte. Mhm. Und drei normale Milchmolare und ein goldener Milchmolar. Cool. Aktueller Stand. Komm mal her. Pack. Du? Pack. Die ja, Wolfsspinne ist nicht zu Hause. Will mal ganz kurz aus dem Wasser raus. Naja, ja, ich sehe dein Symbol. Nicht mehr. Gut. Sehe ich da nicht mehr. Bei dem habe ich es noch gesehen. Egal. Genau. Ist egal. Ich wollte nämlich mal eben auf dem Weg, wobei ich hätte auch zu Burgle gehen können, ne? Wäre auch nicht schlecht gewesen. Hätte ich auch noch gleich eine Aufgabe holen können, ne?
Ja, natürlich, das wäre echt gut gewesen. Warum gehe ich dann da nicht hin? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber jetzt sehe ich dich auch wieder auf der Karte. 170 Meter bist du weg. Kann ich mit leben. Die Entfernung, damit kann ich leben. Naja, weil ich habe das Gras, weißt du, ich habe 16 Gras. Und dann wollte ich die mal eben erforschen. Das ist ein Dealer. Genau. Ja. Nee, das ist auch eine gute Idee zu erforschen. Klar. Ja, weil wir das noch nicht hatten, ne? Und du könnte bist ja noch im Wasser. Ich hab ja noch dieses Fleisch. Ja, hast du denn noch Seegras? Nee, Seegras habe ich nicht. Siehst du denn? Hab ich einmal gefunden. Aber dafür habe ich Milchmolar geholt und Kaulquappenfleisch. Ja. Ist ja auch gut. Weiß ich nicht, aber ja. Müssen wir gucken. Oh, bin jetzt auch gleich bei dir. Wir müssen mal gucken, wie viel Seegrasfasern wir brauchen. Aber es ist vielleicht sinnvoll, wenn wir mal eben einen Kiemenrohr machen. Weil dann können wir länger tauchen, weißt du? Ja, gehe ich auch von aus. Und dann muss ich auch nicht an der Wasseroberfläche, was ja eigentlich logisch wäre, schwimmen, sondern kann auch einfach runter, ja? Ja, tauchen kannst du dann. Du kannst halt nur länger tauchen, weil das Kiemenrohr, ist 38 Meter lang, ja? Nein, das ist nicht, nein. Mm-mm. Ist so eine Atemmaske. Kundschafter, ja. Vogelbauplateau. Ach, du Kacke. Ne, das kannst du machen. Da halte ich mich raus. Wieso? Was ist passiert? Ne, das Vogelbadplateau sollen wir markieren. Das ist ja da über dem Teich, ne? Ne. Das ist hinten an der Hecke. Das schaffe ich locker. Ich wollte immer eben kurz noch beim Burgel gucken, was wir noch an Milchmolaren brauchen. Wo rollt der denn rum, der Dude? Ach, da ist er doch. Wer? Burgel? Ich habe Burgel gesucht. Die faule Sau bewegt sich nicht, der bleibt immer an derselben Stelle. Maximale Gesundheit, maximale Ausdauer und maximal aktive Mutation. Brauchen wir nur noch eine. Und dann haben wir hier noch, obwohl maximale Ausdauer und maximale Gesundheit natürlich auch geil gut, ist. Ja. Ne? Aber es gibt ja auch insgesamt, glaube ich, 51 Molare. 51? Ja. Nee, ich möchte aber erstmal möchte ich meine nächste Mutation haben. Und dann können wir weiterreden. Brauchst du mir auch direkt welche? Nee. Danke. Weil ich versuche jetzt dafür zu sorgen, dass du gleich den besseren Helm kriegst. Dass du gar nicht erst über dieses blöde Kiemenrohr gehen musst. Sondern dass du gleich den Helm kriegen kannst. Den setzt du ganz normal auf. Das? Nein, also was musst du dafür machen? Dafür muss ich ganz tief tauchen und Knochen finden. Ui. Hey there, buddy. Mhm. Hey there, buddy. Ja, ich sehe dich. Glück gehabt oder einfach gut gerüstet. Der Max, der ist so ein Lieber. Der hat's drauf, du. Ein Killer. Mhm. Wirklich. Ich bin schon wieder hochgesprungen. Was ist denn los hier? Das ist echt crazy. Meine Figur alles kann. Wow. Oh, es tut weh, wenn man hier runterfällt. Das sag ich dir. Mhm. Runterfallen ist immer schlecht. Das stimmt. Hängt hier denn irgendwo noch ein Tropfen? Nein, leider nicht. Aber es ist gut, dass wir jetzt drei von diesen Netzen haben, um Regentropfen zu sammeln. Ja. Blöd halt, dass hier unten so dunkel ist. Ich sehe nichts. Ich bräuchte einen Helm. Mhm. Das ist wirklich ich würde dir gerne helfen, unten. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn ich da jetzt auch unten helfe. Ne? Nee, naja, du kannst ja nicht so lange tauchen, weil du ja kein Kiemenrohr hast. Naja, deswegen. Nee, das lasse ich jetzt auch. Ich guck mal, was ich noch vielleicht hier Tolles herstellen kann. Unser Zuhause noch ein bisschen schöner zu machen, als es eigentlich schon ist. Mhm. Trockener Grasbrocken. Komm, ich könnte mal Luft gebrauchen. Gib mir mal Luft, komm. Ich hoffe, du meinst nicht mich. Mhm. Dann ist so gut. So, danke. Hat wieder ein bisschen auf sich warten lassen, weißt du? Ich hätte mir eine Schleimfackel oder sowas machen müssen. Na, ich kann hier unten nichts erkennen. Trockenes Gras, wo finde ich dich denn? Trockene Grasbrocken, da haben wir. Fuck. Ne, ich brauche Licht hier unten.
Ach, cool. Kannst du mal gucken, ob du so eine Unterwasserlaterne oder so herstellen kannst? Ja, natürlich. Mach ich jetzt sofort. Das mach ich dir doch gerne. Weil ich kann da unten nichts erkennen, das ist fürchterlich. Schleimpilzfackel. Nee, die ist nicht. Nee, das müsste so eine Unterwasserlaterne sein. Ich weiß nicht, ob die Schleimpilz unter Wasser funktioniert. Wenn die geht, dann ist das okay, aber. Aber hier steht nichts. Nee, hier steht nichts. Hier steht nur. Zumindest für kurze Zeit erleuchtet er das den Weg. Was ist das denn für eine Übersetzung? Nee, das ist, ist nicht so. Bringt Licht an dunkle Orte, halte sie in der Nebenhand. Nee, das ist auch nicht für Unterwasser. Brauchst du diesen Helm vielleicht, weißt du? Ja, der wäre auch gut, aber der ist, weißt du, nee, der ist ein. Ah, nee, den Helm, den Leuchthelm kann ich ja nicht verwenden, weil ich brauche ja mein Gesicht für Luft, weißt du? Ah, hier, warte mal, die ist ganz woanders. Unter Wasser. Nicht unter Fackeln, sondern unter Wasser. Schleimlaterne. Eine Laterne aus wasserabweisendem Material und Schleimpilz. Nützlich zur Erkundung der finsteren Tiefen. Ich brauche aber noch 4 Seegrasfasern. Ja. Die sind hier anscheinend nicht in der Umgebung. Also die hast du wahrscheinlich bei dir. Die sind noch nicht eingelagert, das stimmt. Ich bin aber auf dem Weg nach Hause. Okay. Alles klar, Herr Kommissar. Ich würde allerdings doch mal eben zu Burgle gehen, weil ich habe noch was zu erforschen. Ja, mach das mal. Was hast du denn gefunden? Ja, ich habe einen Knochen gefunden. Den Keuschschuppe hatten wir schon, genau. Aber ich habe einen Knochen gefunden. Ja, ist doch cool. Und den brauchen wir für den Helm, weißt du? Ja. Ich finde nur nicht genug Knochen, weil dunkel. Weil dunkel. Weil dunkel, ja. Ja, da unten ist wirklich finster. Also das ist wirklich, nicht schön da unten. Glaube ich dir. Aber wenn halt man schon... Glaub ich dir. Oder wenn man dann den Helm hat, dann hat man natürlich richtig Luft, ne? Das finde ich auch wichtig. Wichtig und richtig. Ja, weißt du, macht schon Sinn. Vor allem müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier mal ein paar Burgle-Chips finden. Also du darfst entscheiden. Willst du den Nebel haben, der wirklich kämpferisch sehr schwer ist, oder willst du den versunkenen Schatz haben? Ne, lass ruhig erstmal den versunkenen Schatz machen. Alles klar. Und dann, dann gehen wir einen weiter, dann bauen wir das da oben, oder gehen das chronologisch durch, wie es da oben angezeigt wird. Ja, weil wenn wir dann das Heckenlabyrinth haben, den Chip, dann können wir nämlich das Vogelplateau gleich mitmachen, weil das alles in derselben Ecke ist und dann müssen wir nicht 5-mal da hochkraxeln, weißt du? Hi. Gut. Hi. So. Ich baue uns gerade das Zuhause ein bisschen schöner. Ja, warum denn nicht? Ja? Okay. Finde ich gut. Das freut mich, dass du das so gut findest. Ich freue mich da auch gerade drüber. Das ist alles hier noch mal ein bisschen wohnlicher. So, wir haben übrigens, und das möchte ich dich wirklich jetzt mal bitten, einfach aufzuhören mit, ja? Wir haben nicht genug Seerosenwachs. Da haben wir gerade mal 17 Stück von. Von dem anderen Zeug, von den Algen. Okay, ja, aber Seerosenwachs haben wir nur 17. Wie ernst du das sagst, wenn ich bitte damit aufhöre, zu sagen, dass wir den noch haben? Nee, ehrlich. Es reicht, ja? Was soll ich mir alle? So kann ich nicht an. Nee, so arbeite ich auch nicht mehr. Das mache ich nicht mehr mit. Würde ich einfach verbannt. So. Ich leg dir schon mal Flossen in die Kiste, ja? Ja, alles klar. Hol ich mir raus. Aber die brauchst du natürlich nur anziehen, wenn du ins Wasser gehst, ne? Ist klar. Ich laufe da auch gerne mit am Land rum. So platsch, 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 platsch. Plitsche, Platsche, Feder, Wasser, mag doch jeder, du kannst ich gleich geh schon mal voraus. Gleich gerne mal, wenn du Hunger hast, dir das Kaulquappenfleisch nehmen und essen und dann gucken, was passiert. Ne, also, ne, dass du da dann das bewusst einmal isst, genießt und kontrollierst, was passiert. Auf Deutsch? Versuchsperson. Genau. Ja, wenn ich das dann da liege, so mich krümme, mir der Magen schmerzt, dann ist das eben so, weißt du? Ganz genau, dann ist das so. Und sagt,
Gorilla, ja, dann würde ich keinen Kaulquappen klappen, weißt du? Ja, Dinge passieren. Ja, nee, das ist richtig. So. So. Ach, ich habe nur gerade was getötet. Du?